Also ich bin mit meiner Skillung übrigens komplett auf Intelligenz gegangen, was meinen magischen Angriff erhöht. Ich dachte mir, die HPs, die kriegst du ja aus den Korallen raus und von daher gehst du mal am Anfang auf jeden Fall auf Schaden. So, den heilen wir uns jetzt mal hier schnell, bevor der noch irgendwie stirbt irgendwann. Und das ist auch der letzte. Genau. So, dann können wir in die Stadt gehen. Können wir die Aufgabe hier abgeben. Die Monster ausschalten. Danke. Ja, bitteschön. Ich bin gerne so nett gewesen. Schließ mal ab. So, 9% schon. Und jetzt machen wir eben die brennenden Bögen. Dazu müssen wir in den Seelenturm. Können wir ganz einfach hier über den Teleporter Zeth. Können wir uns einfach rein teleportieren. Früher war es natürlich schwieriger. Da musste man immer zum Eingang laufen. Mittlerweile kann man sich einfach so rein teleportieren. Finde ich unglaublich cool. Spart Zeit. Und jetzt holen wir uns unsere Bögen. Normalerweise stehen ja auch Monster. Da kommen sie aus dem Nichts. Warum auch immer. Egal. So, wir hauen uns hier nochmal so ein stärkendes Licht rein. Wird unseren Angriff nochmal. Nee, euch will ich nicht töten. Hier die Schinderkadaver. Die muss ich töten für die brennenden Bögen. So, 1 von 8. Dann laufen wir hier mal ein bisschen durch. Och, die kommen hier einfach aus dem Nichts, die Kadaver. Gib es doch nicht. Von den Toten auferstanden. Die wachsen aus dem Boden. Ja, wenn ihr das Spiel von früher kennt, von vor Jahren, die Spawnrate hat sich auch verbessert. Also das dauert jetzt nicht mehr so lange, bis sie wieder erscheinen, die Monster. Das geht rapzap. Da kann man schon fast an einem Platz, an einem Farmplatz stehen bleiben. So, das ist Bogen Nummer 3. Den Kadaver nehmen wir noch schnell mit. Und den Schinderkadaver für unseren Bogen. Bogen Nummer 4. Ach, da vorne habe ich auch noch einen gesehen. Da hinten versteckt sich einer. Du entkommst mir nicht. So, unseren Buff mal nachbuffen. Den Buff nachbuffen. Den Elefanten nachbuffen lassen. So. Fünf. Hier ist Nummer 6. So, 2 Stück brauchen wir noch. Ach, die Kadaver, die nerven. Unser Jaguar, Jaguar Tao, hat ein Level Up. Bei jedem Level Up kann er mehr Erfahrung ansammeln. Und die Rate, womit er Erfahrung sammelt, erhöht sich auch. Das nur so als Info dann. Großer Heiltrank. Och, nehmen wir einfach mal mit. So, der letzte Bogen. Nee, gar nicht. Der andere hat eben gar nicht gezählt. Dann hoffentlich Nummer 7. Ja, Nummer 7. Dann fehlt uns immer noch einer. So, hoffentlich ist das jetzt unsere Nummer 8. Die ist es. So, dann können wir wieder zurück mit der Schriftrolle der Rückkehr.
nach Egea in die Stadt. Und dann können wir die Quest auch abgeben. Dann war es das aber auch, glaube ich, mit Quests. Zumindest hier in der Stadt. Dann müssen wir ja erstmal nach außerhalb. Da haben wir noch zwei abzugeben. Brennende Bögen. Geben auch relativ gut XP. So, gab fast 1%. Zoomen wir mal raus. Müssen wir mal gucken, wo wir hier lang müssen. Und zwar müssen wir, glaube ich, hier raus. Ja, macht Sinn. Hier laufen wir raus. Wir brauchen da gar nicht laufen. Wir können das auch direkt dahin teleportieren. Juriel. Suchen wir uns hier einfach Juriel raus. Hier. Da steht auch schon das A in der Liste. Bewegen. Bestätigen. Und dann porten wir uns einfach dahin. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Hier gibt es auch direkt eine neue Aufgabe. Jage Teufelszauberer im Seelenturm und bringe die verlorenen Flügel zu Juriel. Okay, da waren wir gerade drin. Müssen wir jetzt gleich nochmal rein. So, und jetzt müssen wir zu Luine. Wo haben wir denn? Hier. Archäologe. Luine. Ist das männlich oder weiblich? Ich würde sagen männlich. Ja, sieht männlich aus. Der hat doch einen Bart, ne? Ja, männlich. So, och, der Luine ist krank. Der braucht jetzt ein Gegengift. Er hat sich wohl mit einem Pilz vergiftet. Jetzt müssen wir uns das Gegengift suchen. Macht aber nichts. Machen wir schnell. Und zwar haben wir hier das Lebenskraut. Das nehmen wir jetzt einfach mit. Das klauen wir uns quasi. So, das macht aber nichts, wenn wir hier angegriffen werden. Drücken einfach mehrfach da drauf und dann nimmt er das hier irgendwann schon mit. So, die Chaosseele. Die knallen wir hier mal ab. Oh, jetzt haben wir den Rest angelockt. Müssen wir noch ein bisschen mit dem Mana runter, damit wir uns wieder buffen können. Buffen können wir uns ja nur, wenn unsere Mana-Punkte oder Heilpunkte unter 50% sind. So. Elefant raus. Ja, Water auch raus. Jetzt haben wir uns wieder gebufft. Jetzt geht das hier auch gut. So, da habe ich jetzt aber jetzt eigentlich keine Lust drauf, hier ständig neu angegriffen zu werden. Ich wollte nämlich die Quests machen. Nehmen wir das hier mal ab. So, jetzt müssen wir 5 Seelenkrieger töten. Und 7 Chaosseelen. Das können wir machen. Dann müssen wir die doch alle killen hier. Hier übrigens wird gerne, was heißt gerne? Eher selten. Hier wird selten Items gedroppt, aber wenn hier was droppt, dann können hier wunderbare Sachen drin sein. Und zwar zum Beispiel die Casthelme in bis zu B6 Eva. Und passend dazu kann man hier auch Speed-Up-Schuhe droppen. Natürlich auch in B6 Eva. Aber wir sind sehr droppfaul. So, 3 Seelen brauchen wir noch.
2. Hölzerne Schüssel sammle ich auch eigentlich immer ganz gerne auf. Ich glaube, wenn man 1000 davon zusammen hat, kann man den umtauschen gegen einen goldenen. Das Beste, was ich jemals rausgekriegt habe, war aus 1000 Schlüsseln einen goldenen. Und aus einem goldenen gab es dann, ich glaube, einen normalen Schlüssel. Oder 10 normale Schlüssel oder so. Das fand ich auf jeden Fall schon das absolute Highlight. Da hatte ich schon keinen Bock mehr. Oh, man muss ja hier nichts liegen lassen, ne? Wobei ich sagen muss, Heiltränke lasse ich zum Teil auch liegen. Da bin ich dann zu faul für. So, unser Buff ist ausgelaufen. Den legen wir jetzt noch schnell so um. Das war unsere Nummer 7. Dann können wir jetzt die Quests abgeben hier. Nee, die können wir hier nicht abgeben. Dann schauen wir mal eben, wo wir... Hier haben wir ein A zum Abgeben. Bewegen wir uns einfach mal hin. Das müsste, glaube ich, in der Stadt sein. Genau. Bei Heras. Da können wir jetzt die Quest abgeben, abschließen. Und hier kriegen wir auch direkt eine neue Aufgabe. Da sollte man schon draufklicken. So, dann müssen wir den Brief abgeben. So, gibt wieder gute Erfahrungspunkte. So, unsere Einberufung ist das jetzt hier. Müssen wir den Brief zu Kuhn, dem Kriegsmeister, bringen. Bevor wir das machen, hier habe ich doch irgendwo noch ein A gesehen. Hier, genau. Hier können wir doch noch eine Aufgabe abgeben. In der Stadt ist jetzt nichts mehr zum Abgeben. Dann klicken wir wieder auf unsere Schriftrolle. Und dann schauen wir mal. Hier ist Jen, der Wächter. Wir gehen jetzt erstmal zu Kuhn. Hier können wir die Aufgabe abgeben, die wir gerade eben gekriegt haben. Und wir kriegen auch direkt wieder neue Aufgaben. Nebenan bei Jen auch. So, haben wir jetzt noch was zum Abgeben? Nein, haben wir nicht. Wir haben jetzt nur noch Sachen zum Erledigen. Teufelszauberer müssen wir im Seelenturm umnatzen. Dann müssen wir 10 Boka-Schlechter, 10 Boka-Magier töten. Dann hier auch nochmal. Und zusätzlich Boka-Fürsten. Und Fledermausflügel im Seelenturm wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, bewaffnen wir uns jetzt erstmal hier wieder mit einem Elefantenbuff. Dem können wir mal ein bisschen Mana wieder herstellen. So, den Jaguar wieder raus. Schutzfrei rein, stärkendes Licht. Das ist noch aktiv. Und dann fangen wir hier einfach an. Kümmern wir uns erstmal hier um den Pokermagier. Das zählt auch direkt für beide Aufgaben, wenn man einen tötet. Das ist auch schon mal sehr gut. Müssen wir es nicht doppelt machen. Nummer 3. Nummer 4. Die Burger Fürsten haben ein bisschen mehr an HP. Ein bisschen zäher. Wir werfen mal die Gildenheilung rein. Mit unserem Mana nicht so schnell leer ist. Bis zur nächsten Folge muss ich auf jeden Fall mal Mana-Tränke besorgen. Also eine
neue Waffe wäre gut. Ich habe schon eine liegen. Aber die ist erst ab Level 91. Diese hier. 91 plus 14. Auch sogar mit einem Element drauf. Aber die kann ich noch nicht tragen. Da fehlen mir noch 79%. Die sind aber echt zäh. Weil wie ihr hier seht, mit den Absorbketten, das geht wirklich einwandfrei. Ich bin hier, ich brauche hier gar keinen Heiltrank nehmen, gar nichts. Ich bin eigentlich permanent voll. So, davon müssen wir 5 Stück killen. Boah. Schon mal 7, 8. So, die Burka-Schlechter sind, glaube ich, fast genauso zäh wie die. Wie die auf den Reittieren. So, gleich die Waffe erneuern lassen. So. Gleich down, der Buka schlechter. Aber ich glaube, da brauchen wir 10. Ja, brauchen wir 10 Stück von. So, Magier brauchen wir jetzt an für sich keine mehr. Elendig, diese Fürsten, echt. Fähigkeitspunkte habe ich schon. Ich glaube, ich mache jetzt hier gerade mal einen Cut. Dann mache ich die Aufgaben mal schnell fertig. Die mit dem Pokerfürsten und Pokerschlechter. Das wird sonst zu lange hier. Die sind ja echt sowas von zäh mit der Waffe. Ja, ich sag mal bis gleich.